Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, in diesem Video geht es um die Frage, ob das Spiel D42 Maniac Mansion, welches ich selbst erstellt habe, on the C64, also auf den Maxi läuft. Und ich beantworte die jetzt schon mal, ohne es zu wissen, mit Ja, aber. So eine Kleinigkeit ist, glaube ich, da zu berücksichtigen. In einem meiner letzten Videos bin ich ja schon mal auf dieses Fleck eingegangen mit dem Unterstrich AD. Und dann interessiert es mich natürlich auch, ob das überhaupt auch auf meinem D42 meiner Mansion zutrifft. Beantworte die Frage jetzt schon mal mit Ja, aber. Denn man muss diesen Unterfleck ja setzen mit Unterstrich AD, damit der Maxi halt eben dann weiß, okay, jetzt muss ich in den langsamen Modus schalten. Und dann gibt es auch eine Funktion mit D42. So habe ich ja schon mal ein Video rausgepostet und ich würde sagen, Butter bei der Fische. Ich starte einfach mal jetzt D42. Und ich muss natürlich zuerst einmal D42 auf den USB-Stick überspielen. Dazu ziehe ich den USB-Stick raus und zwar so. Da wäre das Schätzchen. Ja, was muss man dann machen? Da muss man natürlich die ganze Geschichte erst einmal downloaden. So, wo kann man das Ganze downloaden? Und zwar auf meiner Homepage. Ja, dazu gehen wir einfach mal ganz kurz auf meine Homepage. Ich blende hier die Adresse mal hier oben ein. Genau, das wäre jetzt hier die Homepage. d42-maniac-mansion.jimboside.com. Einfach hier auf Download klicken. Und dann wird man zur Nextcloud verbunden und einfach hier auf Herunterladen. Und schubst, wenn man stolzer Besitzer von D42 Maniac Mansion. Hier im Downloads-Verzeichnis dementsprechend einmal entpacken. Schwupps. Die ZIP-Datei braucht man nicht mehr. Und dann hätten wir hier drei Dateien, wovon im Endeffekt nur die ersten beiden benötigt werden. Man kann mit dem Dear-Master auch mal ganz kurz hier reingucken, was überhaupt so alles drin ist. Wer weiß, was dahinter drin ist. Hier wäre eigentlich nur der Editor drin und noch eine Infodatei. Ja, und hier steht dann dementsprechend meine ganzen Fixes, habe ich da mal verewigt. Weil ich habe mir sagen lassen, als guter Programmierer hält man dazu eine Dokumentation. Irgendwo kann man auch auf Kleinschrift stellen. Wo war das nochmal? Hier. Und die habe ich dann draufgeschrieben, was alles dementsprechend gefixt wurde. Ja, und hier wären dann die eigentlichen Spieldateien drauf, D42MM, damit startet man. Ja, und das sind dann die Ladedateien, die danach geladen werden. Und auf der zweiten Diskette sieht das dementsprechend dann ähnlich aus. Hier sind dann alle Räume drauf. Wie gehen wir weiter vor? Wir nehmen den USB-Stick hier und stecken ihn in unseren Computer. Das wäre hiermit getan. Das wäre jetzt hier meine wilde Dateistruktur. Und hier habe ich auch schon D42 Maniac Mansion drauf. Das sind alte Dateien. Die könnte ich eigentlich mal eben löschen. So. Ja, dann nehme ich jetzt hier die frisch heruntergeladenen. So, rechte Maustaste. In dem Fall ausschneiden. Nochmal rechte Maustaste. Einfügen. Warum geht jetzt hier einfügen nicht? Dann machen wir halt eben Steuerung V. So. So, und dann gehen wir in das Verzeichnis mal hier hinein und setzen hier Flex. Und zwar genau an den beiden Dateien. Drücke dazu F2 und sage ihm Unterstrich großes A, großes D. Drücke nochmal F2. Unterstrich, großes A, großes D, Enter. Ja, das war's. Jetzt können wir den USB-Stick wieder auswerfen. USB-Stick herausziehen und in The Maxi hineinschieben. Auch das werde ich bildlich festhalten, wie ich den USB-Stick wieder hier hineinstecke. Press, Play und Play. Nee, das möchte ich nicht. Da habe ich mich irgendwie verdrückt. Ja, dann brauche ich meinen super USB-Joystick. Und dann gehen wir mal hinein.
Ich mache mein Bild mal für mich eben größer. So, jetzt sehe ich auch was. Dann gehe ich auf Medienzugriff. Dann Maniac Mansion V082 und gehe in die erste Datei hinein. Stelle den Fastloader ab. Nee, jetzt ist der Fastloader sogar drin. Was hat er jetzt gemacht? Ah, ist mir blöd, dass er mir sofort mit Changing 8,1 lädt. Aber in dem Fall passt das ja, meine ich. So, wir wären drin. Ja, sieht doch schon mal gut aus, ne? Von der Mansion D42. 7.4. Ah, da wird das Datum nicht aktualisiert. Ne, ist okay, aber die Version stimmt. V082. Ja, da wollen wir mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt Ton habt. Aber zumindest schlägt Ton aus. Machen wir ein bisschen leiser. Ich glaube, es ist ein bisschen zu laut. Ja, und dann kann man hier eigentlich ganz normal spielen. Ich gehe mal jetzt hier so ein bisschen so hin und her. Und mache mal einen richtigen Test. Ich denke mal, ich werde das ein oder andere jetzt für euch extra rausschneiden, dass ihr nicht die ganze Zeit zugucken müsst. So, jetzt wird's interessant. Ich muss natürlich erstmal das Tentakel hier füttern. Genau, ich kann ja jetzt nicht nach oben gehen. Genau, ich kann auch nicht sagen, benutze Treppe. Genau, da kommt er nämlich nicht dran vorbei. Obwohl es eigentlich auch falsch ist, weil in beiden Richtungen ist eine Treppe. Vielleicht mache ich das auch wieder ganz raus. Jetzt gebe ich den Tentakel erstmal etwas zu futtern. Gib. Gib Fruchtsäfte. Gib. So, das Tentakel ist jetzt gefüttert worden und damit satt. Es zieht sich zur Seite und jetzt kann ich ja nach oben gehen. Aber bevor ich jetzt weitermache, speichere ich mal ganz kurz ab. Wie war das nochmal? Speichern. Und dann nochmal auf Speichern klicken. So. Und jetzt gehe ich nach blüpp. Nach Westen weiter. Genau, und jetzt kommt die Diskette 2 einlegen. So, wie gehen wir da jetzt am besten vor? Ich drücke auf Medienzugriff und wähle das aus. Genau, dann steht da hier unten Laufwerk D42. 2 ist ausgewählt. Jetzt muss ich irgendwie wieder zurück. Ich glaube über Menü, ne? Genau. Jetzt drücke ich nochmal einen Knopf. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Ja, und auch der Diskettenwechsel funktioniert bei Maxi wunderbar. Ja, und damit kann ich zu Recht auch beurteilen und sagen, das funktioniert auf jeden Fall auch on the Maxi oder On the 64, auch genannt The Maxi. Ich würde sagen, ladet euch das Spiel einfach hier herunter. Sagt, das wäre die offizielle Seite. Ja, zum heutigen Zeitpunkt wäre die Version 82 fertig. Die Version 83, die wird auch so ja, in den nächsten 14 Tagen spätestens dann auch erscheinen. Heute ist der 13. April, damit ihr ungefähr auch weißt, von wann auch diese Aussage ist. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!